zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir kümmern uns heute um das MVC oder Model View Control Pattern und das Ganze soll wieder für Fachinformatiker 11. Klasse sein und alle, die interessiert sind. Um die Idee hinter MVC zu verstehen, müssen wir uns erstmal überlegen, wie viele Programme aufgebaut sind. Und zwar haben wir meistens eine Business-Logik und ob das jetzt Business- oder Spiele-Logik oder sonst irgendwas ist erstmal egal. Entscheidend ist, dass wir eine gewisse Struktur haben, die das, was wir tun wollen, irgendwie logisch abbildet. Und was wir dann auch haben, ist eine GUI. Und diese GUI ist das, womit wir interagieren. Und irgendwie müssen die zusammenhängen. Das heißt, die GUI muss an irgendwelchen Stellen mit der Logik interagieren und das ist mitunter relativ stark verwoben. Ja, interessant wird es auch, wenn wir jetzt eine alternative UI haben, hier in dem Fall eine befehlszeilenorientierte UI. Und auch die muss mit dieser Business-Logik irgendwo interagieren. Das heißt, auch hier haben wir so eine verwobene Struktur. Und das bedeutet, dass wir sowohl in der Business-Logik als auch in dem User-Interface jeweils auf den Gegenpart Rücksicht nehmen müssen. Und mit steigender Anzahl von UIs oder mit steigender Flexibilität steigt auch dann die Komplexität unserer Applikation. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Und eine Möglichkeit, das zu vermeiden, ist, dass wir zwischen der User-Interface-Ebene und der Business-Logik-Ebene einen Vermittler setzen. Und dieser Vermittler kümmert sich jetzt zentral um die Anbindung der Business-Logik und dann um die Anbindung der einzelnen User-Interfaces. So, und daher rühren jetzt auch die Begriffe. M steht für Model, V für View und C für Control. Das heißt, wir haben das Model, Business-Logik, die View, das ist dann das, wo wir interagieren und dazwischen hängt jetzt der Controller als Vermittler zwischen der Model-Ebene und der View-Ebene. Gucken wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an, was wir auch dann tatsächlich umsetzen werden und zwar am Beispiel Schere, Stein, Papier. Wir haben hier das Model, das ist, wir wissen, wer wen schlägt. Wir haben View, also ein User Interface, wo wir eben diese drei Buttons jetzt drücken können. Ganz links der Stein, in der Mitte das Papier, ganz rechts die Schere. So, und wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Wenn wir jetzt beispielsweise mit der Maus hier draufklicken auf die Schere, dann wird in irgendeiner Form diese Information der Aktion, die ich durchgeführt habe, sprich Klick auf Schere, über den Controller an das Model geschickt. Das Model muss es jetzt auswerten und wenn wir jetzt hier einen automatischen Spielverlauf haben, dann muss jetzt das Model unseren Gegner simulieren, das ist in dem Fall der Computer und das würfelt jetzt und was weiß ich, es kommt beispielsweise raus, die Hand. Hand steht für Papier, Schere schlägt Papier. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Spiel, eine Spielinformation und diese muss jetzt wiederum an die View weitergeleitet werden. Sprich, das Model muss jetzt entscheiden, was muss die View anzeigen und schickt jetzt über den Controller jetzt wieder ein View Change und damit haben wir jetzt einen neuen Spielstand und die einzelnen Grafiken werden entsprechend angezeigt. Das ist jetzt die Idee hinter unserer ganzen Applikation. Also wir beginnen jetzt mal mit den untergeordneten Klassen und zwar die Klassen, die für den Informationstransport zuständig sind. Hier haben wir zum einen die ViewChange. ViewChange muss lediglich die Informationen über den Punktestand an die View liefern und welche Werte jetzt gesetzt wurden. Also User hat der Schere, Stein, Papier, Computer hat der Schere, Stein, Papier und wer gewonnen hat. Das habe ich jetzt hier mal mit Values abgekürzt. Dann haben wir die Action und hier muss lediglich gesendet werden, was hat der User denn gesetzt, weil der Computerspieler wird ja über das Model hier abgehakt. Dann haben wir natürlich unsere MVC-Klassen. Wir beginnen mit dem Model. Und hier habe ich jetzt lediglich eine Methode vorgesehen, und zwar UpdateModel. UpdateModel bekommt jetzt eine Action.
Action ist das, was ja der User gesetzt hat, damit ich überhaupt in dem Model was tun kann. Und was zurückgeht an den Aufrufer ist der View Change, damit eben die View dann auch benachrichtigt wird, was entsprechend anzuzeigen ist. Die View hat hier in dem Fall zwei wichtige Methoden. Einmal Action Performed, das kennen wir ja aus dem Swing oder GUI Tutorial. Hier sendet mir der Button an die View jetzt die Information, welcher Button eben entsprechend geklickt wurde. Das ist in diesem Action Event drin und basierend auf diesem Click Event kann ich dann diese ganze Informationskette starten, dass ich eben die Action in Richtung Model schicke. Und dann brauchen wir noch eine zweite Methode, das ist die Change View. Das ist genau das, was dann eben wieder aufgerufen wird, wenn das Model mit seiner Berechnung, also wer gewonnen hat, fertig ist. Gut, und zwischen die beiden hängen wir jetzt unseren Controller. Der Controller ist, wie gesagt, ausschließlich dafür da, zwischen Model und View eben eine Kommunikation zu ermöglichen. Er entkoppelt sozusagen das Model von der View. Und hier haben wir lediglich eine Methode, die heißt Action Occurred und das ist quasi das, was aufgerufen wird von der View, wenn ein Button geklickt wird. Das heißt, in Action Performed von der View wird Action Occurred vom Controller aufgerufen und der kümmert sich dann eben um die Kommunikation mit dem Model und ruft dann wiederum Change View auf. Gut, das müssen wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen, dann später im Code. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die einzelnen Eigenschaften der MVC-Klassen ein. Beginnen wir mit dem Model. Das Model ist jetzt dafür da, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Business-Logik zu kapseln. Das heißt, das Model ist jetzt komplett unabhängig von der View und hier baue ich eben alle Business-Regeln oder in unserem Fall Spielregeln ein, die eben für unser Programm wichtig sind. Dann ist auch noch interessant zu sehen, es gibt Applikationen, wo es mehrere Models gibt, wo es einzelne Business-Schritte gibt, die jeweils in einem eigenen Model abgedeckt werden, die wiederum von einem größeren Model gekapselt werden. Also hier kann man wirklich alles Mögliche eben an Komplexität reinbauen. Das bestimmt eben tatsächlich dann der Use Case von dem Programm. Und was auch wichtig ist, wenn ich mit Datenbanken arbeite, dann ist das Model oftmals die Schnittstelle zu den Datenbanken. Das heißt, die Datenhaltung ist in aller Regel im Model. Und wenn wir jetzt hier, wie gesagt, mit Datenbanken arbeiten, dann wird es natürlich ausgelagert an die Datenbank. Kommen wir zur View. View bietet jetzt eine definierte Schnittstelle für die Manipulation der View-Elemente an. Und diese ist wichtig, diese definierte Schnittstelle. In unserem Fall ist es einfach die Methode ChangeView, damit eben eine einheitliche Anbindung an den Controller möglich ist. Dann haben wir schon gesagt, die View ist komplett unabhängig vom Model. Das heißt, ich kann unterschiedliche Models hinterlegen. Wobei das eher seltener vorkommt, sehr viel wichtiger ist, dass ich für ein Model unterschiedliche Views realisieren kann. Und das werden wir uns in einem Beispiel dann tatsächlich auch nochmal ansehen. Das heißt, ich kann die View austauschen und kann somit zu einem Model verschiedene User Interfaces realisieren. Das heißt, entweder dass ich ein komplett neues User Interface realisiere oder parallel unterschiedliche laufen lasse. Das ist an der Stelle erstmal egal. Entscheidend ist die Flexibilität. Kommen wir zum Schluss zum Controller. Und ja, der ist lediglich ein Koordinator. Er koordiniert den Datenverkehr zwischen dem Model und der View. Und ist manchmal ein bisschen schwer von der View zu trennen. Das liegt daran, dass wenn wir in der View die Interaktionen von dem User empfangen, dann müssen wir das erstmal neutral an den Controller weiterschicken. Und oftmals neigt man dazu, solche Controller-Tasks auch direkt in der View zu verbraten, weil er eben durch diesen Action Performed von den Buttons so eine gewisse Eigenschaften von einem Controller schon aufweist. Das haben wir hier eben mit dieser klar definierten Schnittstelle Change View und Aufruf von Action Occurred realisiert. Aber das werden wir dann im Code nochmal etwas genauer sehen.
Und was auch noch interessant ist, der Controller benötigt in der Regel keine Instanzvariablen. Also er hat kein Gedächtnis, sondern er kümmert sich wirklich nur um diesen Datenverkehr. Diese Regeln, die ich hier gerade aufzähle, die sind nicht in Stein gemeißelt. Also man wird im Internet auch unterschiedliche Aufbauformen vom NVC sehen. Gerade auch was die Aufrufstrukturen hier angeht, wie wir es unten sehen, das wird manchmal auch eben etwas anders realisiert. Ich habe jetzt hier mal so eine ja, sehr, sehr einfache und klar strukturierte Form gewählt, aber wie gesagt, man wird auch andere sehen. Gut, soweit jetzt die Theorie. Wir wollen uns jetzt um die Praxis kümmern und wollen jetzt einfach mal gucken, wie das Ganze in einem tatsächlichen Beispiel aufgebaut ist. Wir gucken uns jetzt erstmal die ja, untergeordneten Klassen an, in dem Fall jetzt die Action-Klasse. Und die ist relativ simpel aufgebaut. Sie hat lediglich eine Variable, eine Instanzvariable. Action-Klasse ist ja zum Informationstransport. Und das habe ich jetzt als Enum realisiert, und zwar des Elements. Und hier stehen drin Rock, Paper und Scissors. Wie immer, ich halte die Benamung der einzelnen Elemente im Code auf Englisch. Und das heißt, die Action transportiert lediglich die Information, was hat der User gedrückt, eben Rock, Paper oder Scissors. Wichtig ist eben, deswegen habe ich vorhin auch schon gesagt, das sind ja untergeordnete Klasse, sie dienen ausschließlich zum Informationsaustausch. Und dementsprechend hat der Konstruktor auch wirklich nur noch eine Funktionalität. Er übernimmt die Rolle des Setters. Das heißt, ich erzeuge eine Action und übergebe gleich beim Konstruktor, welchen Button der User geklickt hat, und den übernehme ich jetzt einfach nur in die Instanzvariable. Dann brauchen wir unten noch den Getter, aber das sparen wir uns jetzt. Das haben wir oft genug gesehen. Die View Change hat eigentlich genau die gleiche Funktionalität, nur sie übernimmt mehr oder sie kann mehr Informationen tragen. In dem Fall haben wir hier den Punktestand vom User und vom Computer. Die Punktestände werden im Model gehalten. Wir haben ja gesagt, die Datenhaltung ist im Model. Also müssen wir die Information, wer wie viele Punkte hat, immer wieder neu zur View schicken, und dafür haben wir diese View Change Klasse. Dann müssen wir noch darstellen, wer hat was gesetzt. Da haben wir wieder die Enum Elements mit Paper, Rock und Scissors. Und schließlich noch die Information, wer hat eigentlich gewonnen. Und das ist einfach in der Statusinformation oder in dem Enum Status. Und dort haben wir im Prinzip einfach drin, dass der User gewonnen hat, der Computer gewonnen hat oder unentschieden. Das sind die Werte, die da drin sind. Kommen wir zum Model. Hier haben wir jetzt die Informationen der Punktestände. Wie gesagt, Datenhaltung ist im Model und das sind einfach zwei Integer-Variablen. Dann haben wir die Enums. Elements haben wir schon gesagt, Rock, Paper, Scissors, und Status, User wins, Computer wins oder No one wins. Das wären die drei Statuswerte, die wir dann später auch anzeigen werden. Dann haben wir die Methode Update Model, haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, und das wird durch den Controller aufgerufen. Das heißt, die View bekommt die Information, Button wurde geklickt, View informiert den Controller und der Controller ruft dann dieses Update Model auf. Und was er bekommt, ist die Action mit der Information, was der User gedrückt hat. So, dann das müssen wir uns rausholen mit dem stinknormalen Getter aus der Action. Und die Computerwahl macht man mit einer Hilfsmethode, das ist einfach nur eine Zufallszahl, gucken wir gleich drauf. Als nächstes müssen wir uns den Status, die uns um die Statusvariable kümmern. Hier initialisieren wir mit No One Wins. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass wir ein Unentschieden haben. Und dann machen wir die Prüfung, wer tatsächlich gewonnen hat. Jetzt gehen wir hier mal
alle Möglichkeiten durch, wann der User gewonnen hat. Das ist eine zugegebenermaßen etwas umständlichere Variante. Man könnte es auch mit einer Boolschen Matrix machen, aber für drei verschiedene Werte ist es jetzt an der Stelle erstmal egal. Das heißt, wir prüfen jetzt Stein gegen Schere, Schere gegen Papier und Papier gegen Stein. Das sind alles die Möglichkeiten, wann der User gewonnen hat. Und wenn ich eins von diesen Kombination finde, dann sage ich Status Value ist gleich User Wins und ich erhöhe die User Points um einen. Der Sonstfall prüfe ich, ob User Set ungleich Computer Set ist, weil wenn sie gleich wären, dann reicht mir ja mein Initialisierungswert No One Wins. Und wenn das jetzt der Fall ist, das heißt, ich kann feststellen, es ist kein Unentschieden und vorher habe ich festgestellt, der User hat nicht gewonnen, dann muss der Computer gewonnen haben. Die Computerpunkte werden um 1 erhöht und damit habe ich diesen Fall auch abgefrühstückt. Und zum Schluss informiere ich jetzt den Controller. Der Controller hat das Update Model ja aufgerufen und ich erzeuge jetzt ein neues View Change Objekt mit den Punkten des Users, des Computers, das was der User gesetzt hat, was der Computer gesetzt hat und Status Value, wer gewonnen hat. Und damit wird die Information jetzt wieder zurück an den Controller geschickt. Dann gehen wir nochmal ganz kurz auf dieses Generate Comp Move ein. Das heißt, hier erzeuge ich einen Wert, den der Computer sich auswählt. Das mache ich mit einer stinknormalen Random-Zufallszahl. Und zwar my random next int 3 heißt, ich bekomme eine 0, eine 1 oder eine 2. Und dementsprechend habe ich jetzt einen Switch. Und wenn er 0 ist, dann gebe ich Rock zurück. Bei 1 gebe ich Paper zurück. Und wenn es weder 0 noch 1 ist, dann muss es die 2 sein. Und dann wird Scissors zurückgegeben. Dann schauen wir uns den Controller an. Der ist relativ einfach aufgebaut. Der braucht jetzt natürlich die Referenzen auf das Model und die View, weil er mit beiden ja interagieren muss. Und Konstruktor und den Setter für View, auf den verzichte ich jetzt kurz drauf einzugehen, sondern wir haben jetzt hier als wichtigste Methoden die Action Occurred. Die bekommt die Action. Das heißt, der View informiert den Controller, dass ein Button geklickt wurde. Welcher Button geklickt wurde, steckt ja in der Action drin. Und dann wird ein ViewChange-Objekt erstellt, indem ich dem Model sage, bitte, du kriegst ein Update mit dieser Action. Das Model kriegt ja ein ViewChange-Objekt zurück mit den Punkten Computer und User, den Elementen, die vom Computer und User gesetzt wurden und dem Spielstatus, also wer gewonnen hat. Und genau das übergebe ich jetzt an die View mit dem Change View, mit der Change View Methode, sodass die View weiß, was zu tun ist. Ja, und dann schauen wir uns gleich die View an. Und zwar, ich habe hier die View gleich mit dem Action Listener realisiert, dass die Buttons direkt an die View geliefert werden. Und JFrame ist dann die Elternklasse, so wie wir es bei den Swing Tutorials auch gesehen haben. Der Konstruktor von der View ist relativ einfach auch aufgebaut. Entscheidend ist, dass ich hier auch die Referenz zum Controller bekomme, dass eben die View den Controller informieren kann, wenn ein Button geklickt wurde. Also muss ich hier eine Instanzvariable über den Controller haben. Das mache ich direkt über den Konstruktor. Dafür ist er da, dass alle notwendigen Referenzen eben entsprechend gesetzt werden. Dann habe ich ein paar Hilfsmethoden, die mir jetzt meine Elemente den Images zuordnen. Ich habe hier wieder ein Image Array, wie wir es beim letzten Video auch schon mal gesehen haben, wo ich die Referenzen auf die verschiedenen Bilddaten eben habe. Und ich kann jetzt hier eben entsprechend sagen, wenn das Element Rock ist, dann gehe ich auf das Image Array und hole mir einfach dort das Bild vom Rock, das wäre die Faust, bei Paper die flache Hand und bei Scissors eben das Zeichen für die Schere. Wenn keins von den Elementen existiert, dann, also wenn keiner von diesen Elementen über einen Switch identifiziert wird, dann wird einfach das Question Mark gesetzt. Das heißt, ich zeige einfach ein Fragezeichen, das ist lediglich wichtig für einen Anfang. Das heißt, für die, wenn ich das Programm starte und noch keiner was gesetzt hat.
Das gleiche mache ich auch für den Status. Also wenn der User gewinnt, dann wird ein Smiley gezeigt. Wenn keiner gewinnt, dann ist so ein Smiley mit einem waagrechten Strich aus dem Mund. Und wenn der Computer gewinnt, dann ist der Smiley traurig. Dann der Vollständigkeit halber habe ich das für die Textinformationen auch gemacht. Oben in der Mitte wird es ja textmäßig angezeigt, wer gewonnen hat. Und das mache ich hier auch mit einem stinknormalen Switch. So, Action performed. Hier habe ich jetzt die Information, welcher Button geklickt wurde, Rock, Paper oder Scissors. Und wenn ein Button geklickt wurde, dann rufe ich den Controller auf mit Action Occurred und packe dort ein neues Action-Objekt rein, wo einfach nur drin steht, welcher Button gedrückt wurde. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Action-Objekt ist ausschließlich zum Informationsaustausch da und genauso nutzen wir das jetzt auch. Und jetzt haben wir natürlich hier noch oben die wichtige Methode ChangeView. Die wird vom Controller mit der ViewChange-Klasse oder mit dem Objekt von der Klasse ViewChange aufgerufen. Dort standen ja die Punktestände, die gesetzten Werte und der Status, also unentschieden User oder Computer gewinnt. Das Wort war dort drin und dementsprechend hole ich mir jetzt die Information aus diesen ViewChange raus mit beispielsweise getUserSet und dann setze ich eben die entsprechenden Bilder, also ImageUser, ImageComputer und Status, also was hat der User gesetzt, was hat der Computer gesetzt und wer hat gewonnen und dann habe ich unten noch die Textinformation mit den Punkten und das war es im Wesentlichen, damit habe ich die Information jetzt angezeigt. So. Ja, jetzt gucken wir uns das auch mal live tatsächlich an, wie das im Code aussieht. Und dazu schauen wir uns das Ganze mal in Eclipse an. Hier finden wir wieder alle Klassen, die Action-Klasse, die ViewChange-Klasse. Dann haben wir den Controller, das Model und die View. View habe ich hier, wie gesagt, genauso gemacht, wie wir das in diesen Tutorials eben auch schon gezeigt haben. Vielleicht noch interessant, bei der initialen Belegung der einzelnen Bilder, wo ich eben keine Informationen habe, ob jetzt der User schon was oder weil der User noch nichts gesetzt hat, kommt hier einfach das Question Mark rein. Die Grafiken habe ich hier drin in dem eigenen Package für die Images und ja, alles andere haben wir ja schon entsprechend durchgekaut. Eine neue Klasse ist hinzugekommen und zwar die Application. Wir haben bei dem Swing-Tutorial ja immer die Main-Methode direkt in die View reingebaut. Also das ist die Klasse, die von JFrame geerbt hat, hat dann auch gleich die Main-Methode bekommen. Das habe ich hier in eine eigene Klasse ausgelagert. Im Prinzip deswegen, weil wir später mal die View austauschen wollen, dass wir hier nicht zu viel umändern müssen. Das heißt, das Ding erzeugt mir lediglich das Model. Und den Controller übergibt dem Controller dann die Referenz auf das Model. Dann wird eine View erzeugt, übergibt hier in dem Konstruktor den Controller. Das heißt, die View hat eine Referenz zu dem Controller. Und wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen in den Konstruktor, das war, hoppla, wo ist es hier, wird eben dieser Controller genommen, in die Instanzvariable gesetzt und dann braucht der Controller noch die Referenz auf die View und dann wird hier noch mit dem eigenen Setter die View in den Controller reingepackt. Das kann man auch über andere Wege machen, aber ich habe mich jetzt für diesen entschieden. Wenn wir das Ganze jetzt starten, dann sehen wir jetzt hier den Bildschirm. Hier haben wir jetzt die beiden Fragezeichen, weil wir eben nicht wissen, wer gewonnen oder wer was gesetzt hat. Wir haben ja erst angefangen und dann setze ich jetzt einfach mal den Stein, schon verloren, weil der Computer hat jetzt hier über die Zufallszahl das Papier gewählt. Machen wir nochmal Stein, schon wieder nicht mein Tag heute. So, jetzt habe ich hier Papier gewählt, der Computer Stein, dementsprechend habe ich gewonnen und so kann ich jetzt hier beliebig hier hin und her spielen und die einzelnen Stände gehen dann hier entsprechend hoch. Gut, und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich habe jetzt hier die View ja über den JFrame realisiert. Jetzt habe ich hier noch eine andere View mal gebaut. Und zwar
die läuft jetzt kommandozeilenorientiert. Ich habe hier wieder, also wir sehen hier, das ist jetzt nicht mehr aus dem JFrame erzeugt. Jetzt habe ich hier noch ein paar Textinformationen. Ich habe hier die Methode ChangeView. Die sieht von der Signatur her wieder genauso aus wie die View von unserem JFrame oder von unserer GUI-Klasse. Wenn wir das Ganze wirklich komplett flexibilisieren wollen, wäre das vielleicht noch eine Idee, hier ein Interface zu bauen, aber brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Dann habe ich hier eine Methode, die holt sich den User Input. Das ist nichts anderes wie eine Information aus der Konsole holen. Und dann habe ich noch ein paar Informationen, ein paar Hilfsmethoden, die mir einfach basierend auf dem Status dann den Text zurückgeben. Das haben wir ja vorhin auch so gemacht, halt nicht nur mit Text, sondern auch mit Images. Dann gibt es hier eine Loop. Das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Endlosschleife, die wir bei unserer View mit dem JFrame nicht benötigt haben. Der Grund ist ganz einfach der, wir haben dort ja unseren UI-Thread und dort ist dieser Loop implementiert. Das heißt, wir mussten ihn nicht selber machen, sondern der war quasi im JFrame schon mit drin. Hier müssen wir ihn selber bauen. Das heißt, es ist einfach nur ein Loop, der läuft unendlich lang durch. Und ich frage halt ab, ob der User jetzt ein R, ein P oder ein S setzt und alles andere würde jetzt zu einem Ende führen und dann eine Variable, eine boolesche Variable einfach auf voll setzen und der Loop würde unterbrochen werden. So, und das heißt, wir gehen jetzt in die Application und sagen jetzt hier einfach View, my View ist gleich new und dann müssen wir das eben auch starten. Halt, das ist gleich, brauchen wir natürlich auch. Und dann my View, wo haben wir das? View Loop. Das heißt, ich muss jetzt hier manuell diesen Loop starten, was hier Swing von alleine gemacht hat. Okay, dann lassen wir das mal laufen. Und jetzt sage ich hier, ich setze Rock, der User hat Rock, der Computer hat Scissors, you win. Das heißt, ich habe gewonnen. New Setting, machen wir mal Paper. Dann habe ich wieder gewonnen, machen wir nochmal Paper. Das war schon wieder gewonnen. Jetzt haben wir hier No Winner. Das heißt, ich habe hier Paper und Paper war unentschieden. Und wenn ich irgendwas einsetze, dann ist das Programm zu Ende. Das heißt, ich habe jetzt lediglich die View ausgetauscht. Ich habe die Application halt wegen diesem Loop anpassen müssen. Aber alle anderen Klassen, das Model, den Controller, View Change und Action musste ich nicht anfassen. Und trotzdem funktioniert das Programm ohne irgendeine größere Änderung. Und das ist natürlich der eigentliche Witz hinter dem Model View Controller Ansatz. Ja, recht viel mehr gibt es nicht zu sagen zum MVC. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Pattern. Es wirkt halt immer ein bisschen kompliziert, weil wir einfach mit User Interfaces arbeiten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das schon verstehen. Und ja, das wäre es so von meiner Seite. Insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns vielleicht im nächsten Video.